5 minutes later. Heute beim Kaffee kochen in der Früh. Guten Morgen. Wahnsinn, dass heute schon Tag der Abreise ist. Übrigens. Frühstücken jetzt noch und dann ab durch die Mitte. Übrigens, nehmt euch eine Kaffeemaschine mit. Erstens mal ist das noch immer der beste Kaffee, den man selber hat. Zweitens einmal gibt es vorne einen Kaffeeautomaten, aber da ist der Kaffee so teuer. 3,70 für einen Cappuccino beim Automat. Ja. Wir haben ihn zwar nicht gekostet, aber das ist schon relativ viel. Das tut allein schon beim Trinken weh. Mach mir mal einen Kaffee, Ritter. Ich sterbe fast. Man kann ja von uns halten, was man will, aber schlecht gehen lassen haben wir es uns beim Campen. Nein, wir lassen uns es nie schlecht gehen, glaube ich. Beim Campen schon gar nicht. Frühstücken in der Sonne. Rita, was gibt's heute bei dir? Bist du überhaupt schon eingeschaltet? Ja. Ein Müsli. Danke für das Interview. Hallo, mein Name ist Rita. Ich esse heute ein Müsli. Ein Schokoladenmüsli. Schokobanane. So, meine Lieben, wir machen uns wieder auf dem Weg nach Hause. Noch nicht direkt, aber langsam. Wir gehen wieder rüber quasi auf den Parkplatz. Auf den Hauptparkplatz. Da kann man sich jetzt natürlich mit dem Wohnmobil noch hinstellen, dass man auch den letzten Tag noch im Legoland genießen kann. So, rein mit dir, Rita. In die gute Stube. In die gute Stube, haben wir eh nichts vergessen. Wir fragen nur, weil Tim ja sehr viel herumgeräumt hat und es leicht sein kann, dass wir auch, wenn wir beim Regen was unter das Wohnmobil gegeben haben, dass wir da noch was liegen haben lassen, aber es sieht ganz gut aus. Dann wären wir jetzt drüber gefahren. Rita, war schön hier, oder, am Campingplatz? War richtig toll wieder. Natürlich mit der Aussicht auf die Piratenburg. Ich meine, was gibt es Besseres? Ja, mir gefällt es hier sehr gut. Es ist sehr gemütlich, ruhig. Ja. Die Anlagen sind sehr schön. Toilette, Dusche, alles. Da wieder in bester Ordnung. Und ich bin direkt ein bisschen wehmütig, dass wir jetzt den Campingplatz verlassen müssen. Ja. Aber wir haben ja noch wenigstens einen Legoland-Tag vor uns. Wir dürfen uns jetzt rüber auf den regulären Parkplatz stellen und mit unserem Campingplatzticket noch bis heute Abend hier parken. Das werden wir natürlich machen. Tim und Oma sind schon dort. Bin schon gespannt, was die erzählen, ob es wieder die Safari wurde oder doch der Duplo-Zug. Ja. Wir werden es herausfinden. Wir werden heute auf jeden Fall nochmal ins Minifiguren-Atelier gehen, denn dort waren wir erst ganz kurz drinnen. Mhm. Und ich glaube, uns wird nicht langweilig, oder? Nein. Also alles, nur nicht das. So, Christoph scannt wieder unseren Zettel. Es ist grün. Auf Wiedersehen, sagt er. Und bis bald und auf Wiedersehen. Ein grandioser Ausblick auf das Piratenhotel. Vielleicht schaffen wir das auch nochmal, dass wir dort übernachten. Das wäre auch cool, ja. Wäre richtig, richtig cool. Ihr wisst, wir haben schon von drinnen gefilmt, also falls ihr euch ansehen wollt, wie die Zimmer innen drinnen aussehen, das ist kein Problem, denn dazu haben wir ein Video. Da dürften wir mal filmen. Und hier wird ja auch ein neues Hotel gebaut. Ja, ich glaube ja ein Peppa Pig Hotel. Anlehnung an den zum neuen Peppa Pig Park, ein Park. Peppa Pig Hotel. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein neues Hotel. Das Einzige, was wir schon gesagt haben, es ist halt dann schon recht weit weg vom Eingang hinten. Also von diesem Camping-Hotel-Eingang in Legoland. Da sind wir gespannt, wie das dann gelöst wird, weil ja, vom Campingplatz ist es doch auch schon ein Stück zu gehen, speziell wenn es sehr warm ist. Oh ja. Aber natürlich dann von da ganz hinten hinauf zu oder hinunter zu kraxeln, beim Heimgehen hinauf zu kraxeln, ich weiß nicht. Vielleicht lassen sie sich irgendwas einfallen,
einem Shuttlebus oder so. Was mich noch interessieren würde, vielleicht weiß das jemand von euch, es steht offiziell auf der Campingplatzbuchung, dass man ab 11 Uhr in den Campingplatz rein darf. Ja. Wir sind an unserem Anreisetag auch, glaube ich, um 10 nach 11 oder so reingefahren. Es kommen aber jetzt, und es ist jetzt 10:30, schon dauernd Wohnmobile und Wohnwegen, die auch schon reinkommen. Ja. Ich weiß nicht, haben die irgendein Early-Bird-Ticket gebucht oder kann man da wirklich schon ein bisschen früher rein? Vielleicht weiß das jemand von euch. Vielleicht halten nur wir uns an diese 11-Uhr-Regelung. Ja, dann kommen wir nächstes Mal auch früher. Ganz klar. Ja, wir fahren jetzt mal rüber und melden uns dann vom Park wieder. Bis gleich. Hier beim Peppa Pig Park. Jetzt ist es auf jeden Fall offiziell. Eröffnung 2024 steht hier. Tut sich auch schon einiges. Also da drinnen werden schon die Gebäude aufgezogen. Wir sind gespannt. Es kann sich gerade noch ausgehen, dass es was für Tim ist, oder? Ich glaube, den interessiert. Oder irgendwie ist doch der Peppa Pig Park speziell für Dreijährige geeignet, irgendwie so. Auf jeden Fall kleinere Fans. Ja. Wir werden schauen, ob wir da nächstes Jahr vielleicht mal hinkommen. Oh ja. Und wir machen uns auf den Weg nach hinten zu den Wohnmobilparkplätzen. Ja, also auch wenn ihr jetzt Tagesgäste seid und nur hier zum Parken herkommt und nicht zum Übernachten, der Wohnmobilparkplatz war, wo zuerst der Peppa Pig Park, oder wo jetzt der Peppa Pig Park hinkommt, so wollte ich sagen. Und jetzt muss man da irgendwo nach ganz hinten auf den Schotterparkplatz, haben wir gehört, ins letzte Eck. Da sind letztens so viele Wohnmobile gestanden. Ich sehe sie schon dort drüben auch. Wir fahren mal ganz nach hinten und versuchen mal dort einen Parkplatz zu ergattern. Ja. Es steht auf jeden Fall schon Wohnmobile geradeaus. Den schnittigen Autos dürfen wir nicht hinterherfahren, ich sehe das. Das ist auch ein bisschen ein Offroad-Track hier. Offroad, ja. Hier steht das Schild für die Wohnmobile. Das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. Denn es sieht eindeutig nach unserem Wohnmobil aus. Ich glaube, heute sind noch nicht so wahnsinnig viele Wohnmobile da. Wie gesagt, als ich mich da auf dem Weg zur Apotheke gemacht habe, da sind einige Wohnmobile hier draußen gestanden. Tagesgäste Wohnmobile, Day Visitors Camper. Ja, da denkt man sich, man kennt sich eh schon aus. Wir waren überzeugt, dass hinten sicher noch ein bisschen ein Parkplatz geöffnet wird, hinter dem Peppa Pig Park, dass wir wissen, wo wir uns hinstellen sollen. Aber nein, alles neu. Und jetzt parken wir heute hier. Bitte schräg einparken. Kann man auch falsch verstehen. Machen wir doch gerne. Irgendwie schräg einparken. So, wir sind hier und melden uns gleich aus dem Park wieder. Ihr wisst es ja selbst, wir waren dieses Jahr schon ein-, zweimal im Legoland. Oder so. Naja. Manche fragen uns ja immer schon, ob wir hier wohnen, aber noch nicht ganz. Deswegen haben wir uns jetzt den Fünferstein geholt und auch den Zehnerstein, weil wir bis jetzt noch die dazu gekommen sind, dass wir uns die Steine holen. Genau, also wenn ihr mit eurer Jahreskarte, übrigens, schaut euch mal das an, megamäßig viel los extrem heute hier. Wahnsinn, ich bin schon gespannt, wie sich der Tag so gestaltet. Wenn ihr eine Jahreskarte habt, dann geht am besten nach ein paar Besuchen, 15 oder 15 Besuche, um genau zu sein, mal im Jahreskartenbüro vorbei und sagt, ihr wollt euch den Besuchsmeisterstein holen, dann bekommt ihr den. Besuchsmeister! Und Tim hat keinen bekommen, weil er keine eigene Jahreskarte hat, noch nicht, weil Kinder unter 3 ich glaub, nächstes Jahr gratis rein dürfen. Aber nächstes Jahr, dann, ich glaube, ich schenke ihm meinen dafür, damit er bauen kann. Was ist jetzt das Programm, Rita? Ich glaube, wir schauen mal zu Tim rüber. Ich glaube, der ist sicher im Duploland. Und dann werden wir weiter schauen. Es ist jetzt 10:50. Also werden wir uns dann eh überlegen müssen, wie wir dann weitermachen mit Essen und so heute, Mike. Ja. Wie gesagt, Minifiguren-Shop ist noch auf der Agenda und stimmt, noch ein bisschen treiben lassen, noch ein bisschen die Seele baumeln lassen. Glaubst du, dass da jetzt noch ein bisschen weniger los ist, dass wir da gleich noch reinschauen?
Schauen wir gleich rein. Mission abgebrochen, Freunde. Alter, es ist so viel los. Ich habe mir gedacht, die Leute gehen sicher zuerst mal, keine Ahnung, eine Runde schauen oder keine Ahnung was. Also es ist fast nicht möglich zu filmen, überhaupt nicht. Und mal einzukaufen. Jetzt schauen wir doch mal, wo es dem ist. Und genießen, wie hier der Legoland Express vorbeifährt. Mit dem sind wir noch gar nicht gefahren diesmal. Ja, weil hier auch die Wartezeit immer so lang ist. Ja. Ich bin in der Hoffnung, dass es am Nachmittag was wird. Schauen wir mal. Wo ich heute auch echt überrascht war, ist, wie viele Leute sich hier einfach Tickets am Tagesschalter kaufen. Oh ja. Ich glaube, die Schlange war 30 Meter lang und die haben X-Kassen offen gehabt. Ist es nicht so, dass man sich hier ein Ticket dann um 59 Euro oder 54 sowas, Euro, ja, irgend sowas kauft, wohingegen man eine Karte im Internet trotzdem um einiges günstiger bekommt und zusätzlich natürlich ja auch die Jahreskarten mit 99 Euro, wenn man sich ein Set kauft, ganz interessant sind, wie wir schon sehr oft gesagt haben. Ja. Aber ich glaube, wir müssen einfach noch mehr Videos von hier machen und die Leute noch ein bisschen mehr informieren. Noch mehr Videos! Wir müssen noch öfter kommen, wir kommen viel zu selten. Ich habe eh schon gesagt, weil es sind mir sehr viele Italiener oder italienisch sprechende Schweizer aufgefallen hier. Gefühlt das halbe Legoland spricht Italienisch. Ich glaube, Rita muss jetzt noch Videos auf Italienisch machen. Non c'è problem. Und die Leute ein bisschen da updaten, was hier los ist und wie man ein bisschen Geld sparen kann. Mittagessen heute im Pizza Mania. Die haben dort so Pizza-Menüs um 14,90 €, wo man eine Pizza bekommt, Elsässer Art und auch Schinken. Und dann bekommt man noch ein Getränk dazu. Eigentlich eins für mich. Und ein Dessert um 14,90 € mit der Merlin-Jahreskarte bekommt man dann noch 10% drauf, was ein ganz guter Deal ist, muss ich sagen. Mahlzeit, Rita. So, Rita ist gut abgefüttert. Pizza war gut, oder? Auch die Nachspeise? Sehr gut, Nachspeise war auch sehr gut. Da gibt es ein Erdbeer-Cupcake, nennen Sie es, oder einen Pina Colada. Mhm. Pina Colada ist sehr gut. Finde ich für 14,90 € mit Getränk, abzüglich 10% dann mit dem Merlin-Abenteuerpass, eigentlich ganz einen guten Deal. Was mir gefallen hat, neben uns war eine Gruppe Italiener, die dort auch gegessen hat in dem Pizza Mania Lokal. Die hatten aufgetischt, also wirklich fast, dass sich der Tisch durchgebogen hat mit Jausenzeugs vom Lidl. Lauter Säckchen und Kekse und Brot und Schinken und alles. Die haben da riesen, wie sagt man auf Italienisch, Pranzo gehalten. oder jetzt was, kommt Christoph mit seinen Italienisch. Was heißt Mittagessen? Ja. Sehr gut, schau, wie ich Italienisch gelernt habe. Und die haben richtig geföllert neben uns und waren auch nicht unglücklich. Also wie gesagt, im Legoland kann man sich auch Essen mitnehmen. Tim hat sich heute auch einen Kakao von Lidl mitgenommen. Der ist aber von zu Hause, nicht von hier. Ja. Das geht natürlich so. Tim und Oma sind jetzt auf dem Weg zum Mittagsschläfchen. Ja. Wir sind auf dem Weg nach... Sie probieren es mal. Frankfurt, so wie es aussieht. Sie haben gesagt, entweder hinten beim Piratenbereich oder hinter dem Aussichtsturm. Genau. Das sind zwei sehr nette Wiesen mit Sitzgelegenheiten, auch schattig, also sehr empfehlenswert. Und wir versuchen unser Glück noch einmal im Minifiguren-Shop. Vielleicht sind jetzt alle Leute essen und es ist niemand dort drin. Ich bin in der Hoffnung, dass das so ist. Dein Wort in Gottes Ohr, aber so viel wie heute los ist. Glaube ich sehr. Es gibt auf jeden Fall ein paar neue Figurenteile, die wir euch gerne zeigen wollen. Also zwar keine Ritter, aber ein paar andere City-Figuren. Es gibt sogar, ich glaube, Cinderella-Haare. Anders Cinderella-Haare. Ich glaube, es war sie. Wir versuchen unser Bestes, dass wir dort reinkommen jetzt. Ja. Schon richtig cool. Schauen wir mal, wie viel Grad es heute dort drinnen hat. Letztes Mal, als ich drinnen war, glaube ich, an die 50. Heute ein bisschen besser. Ja. Wir haben offenbar die Klimaanlage eingeschaltet. Das ist neu, weil ja immer wieder viele Leute fragen, was denn hier eine Minifigur kostet. Hier sind die Teile, die eine Minifigur bilden. Haare, Helm, Kopf, Oberteil, Unterteil und ein Accessoire. Eine Minifigur 2,49 €, 6 Minifigur noch immer 12 Euro und jedes Accessoire-Teil extra 50 Cent. Eine Hose, die ich top finde, ist diese hier, Flower Power-mäßig. Eine Jeans mit so quasi Stickern drauf oder aufnähern. Hier haben wir noch Ritter am Start, also keine neuen, aber es gibt noch ein paar. Ja. Und
Tja, was diese ist sonst hat mich auch noch interessiert. Ist irgendwie wie eine Feuerwehrhose, aber mit ja, in Lavendel. Mhm. Dann gibt es natürlich noch immer die Klassiker. Auch sie ist noch dabei. Ja. Sand Green Ariel Flosse. Kurze bewegliche Füße in. Die mag ich ja sehr Nougat. Gern. Medium Nougat, glaube ich, ist das. Genau. Ja. Dann haben wir ihn auch noch immer hier. Mit der Prothese. Zielfarbene kurze Hosen. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Flashfarbene mit so einer Verzierung vorne drauf. Ja, ein bisschen drauf. Dunkler als Flash. Ja, oder dunkler. Da gibt es ja so viele verschiedene Farbtöne schon mittlerweile. Ja. Badehose, blau. Also wir würden euch empfehlen, dass ihr hier natürlich entweder bedruckte unten mit Schürze oder seltene Teile nehmt. Und dann gibt es noch ein paar Röcke, ganz normal grüne, ohne Bedruckung. Ich glaube, die haben wir schon mal gekauft, oder? Ich finde, dass das Rock durchgeht, ist eigentlich auch. Einfach ein Dachstein. Hart, aber ein gut. Rock. Okay. Unten noch bedrückte Röcke, nämlich die schwarzen, die kennen wir schon, und unten die von dem Zauberer. Das ist auch ein Oberteil, das ich richtig, richtig feiere. Das ist richtig cool. Hinten mit ein paar Herzchen noch drauf und vorne eben dieser Waschbär oder was auch immer das ist. Das ist neu, glaube ich. Das ist auch neu, genau. Was steht da drauf? City, oder? City und hinten eine Kapuze. Dann auch wieder mal etwas Ich bin gerade, ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Mikro hören konntet, aber ich glaube, ein ganzer Container, wenn nicht mehr, umgefallen. Oh no, ja. Lauter Köpfe rollen. Space. Die rollen die Köpfe. Ja. Genau, Classic. Ja, das kann passieren, Freunde. Dann auch für Ritterfans. Also das ist genau. Ritter. Sie haben jetzt auch hautfarbene Figurenteile hier, die sind relativ neu. Das ist auch von dieser neuen Eisdiele, die, glaube ich, auch City, Eisverkäufer, glaube ich. Ja. Ja. Dann hier unten die Dame vom Chi. Da gab es diesen gelben Jeep oder was war das? Ja, richtig. Falls ihr auf der Suche nach Ritterteilen seid, es gibt noch ein paar. Falken. Schauen wir mal hier ein bisschen weiter. Wie gesagt, sehr dichtes Gedränge. Ich glaube, er hier ist neu, oder? Ja, definitiv. Cooler Print auf jeden Fall. Vorne und hinten gleich, aber so ein richtiger Sweater. Gefällt mir ganz gut. Wir werden übrigens gerade, deswegen ist es auch hier so laut, die Köpfe, die alle rausgefallen sind, aufgesammelt. Liegen auch alle hier rum. Es dürfte diesen Kopf hier erwischt haben, denn von dem hier sind noch einmal sehr, sehr viele hier draußen. Ja, wenn man auf den ausrutscht, dann ist Feierabend hier. Auf jeden Fall für mich. Vielleicht, wenn man noch jung ist, steckt man das besser weg, aber ich glaube, für mich wäre Feierabend. Dann, dies haben wir, glaube ich, schon gesehen. Was ist dieser letztes Arzt Mal? Oder was das sein soll? Nein, das ist so ein Hoodie-Artikel. Okay. Genau, der Arzt ist auch noch hier, das stimmt. Die finde ich auch immer ganz cool hier mit diesem Topless-Shirt. Ja, der Arzt ist definitiv Fußball? Ich glaube, Rita haut auch alles. Die Erdanziehungskraft ist heute irgendwie stärker. Der Arzt ist auch noch hier, genau. Und hier unten haben wir auch noch dieses Oberteil. Definitiv, glaube ich, auch neu. Und Handball, glaube ich. Wir waren jetzt schon so oft hier und ihr schickt uns so viele Fotos und Videos, dass wir teilweise schon gar nicht mehr wissen, was wir selbst schon gesehen und gefilmt haben oder was wir nur, eben nur auf Videos oder Fotos von euch begutachten konnten. Danke auf jeden Fall für die vielen Einsendungen und Fotos und Instagram-Nachrichten. Es freut uns immer total, wenn ihr uns da was schickt. Leider verlieren wir dabei selbst ein bisschen den Überblick. Die sind auch neu. Schön, dass sie viele so City-Minifigurenteile jetzt haben hier. Genau. Das sind die weißen, auf die ihr euch ja auch eure Namen oder sonst was drucken lassen könnt. Der hier mit der Jeansjacke ist auch relativ
relativ neu. Lederjacke. Einmal mit Dino. Oh ja, der ist auch süß. Ich glaube, das war's von den Oberteilen. Ja, Isle of Legoland, den haben wir aber schon öfters mal gesehen. Genau. Und ach, hier haben wir noch ein paar. Ah ja, die ist auch neu. Ist das eine Himbeere oder Herz? Was soll das sein? Ein Herz. Sehr, sehr schön. Dann gibt es auch noch hier von den Forest Man oder so, glaube ich, ein Oberteil. Und dann geht es weiter zu den Köpfen. Oh. Und ein Alienkönig oder sowas. Ich dachte, das? Ja, das ist ein Ritter. Ja. Aber irgendwie hat er diese coole Handschuhe. Grünen. Das ist auch, glaube ich, ein Ritter, aber die Handschuhe sind etwas seltsam. Ja. Oh, ne. Ritter schmeißt heute auch alles raus, aber sie gibt es wieder hinein. Ja. Kein Problem. Von den Frauen her war dieser Kopf der, den ich am interessantesten finde. Ja, Ritter, lass uns hier stehen, dass die Klimaanlage bläst gerade so geil runter. Es ist schon ziemlich warm hier heute. Den finde ich am coolsten. Ansonsten hat sich hier, glaube ich, nicht wahnsinnig viel was getan. Stimmt, ja. Mega. Und der hier, ich habe keine Ahnung, wo der vorkommt. Ich weiß noch, beim Harry Potter Set mit dem Trimagischen Turnier gibt es den auch, aber anders von der Färbung her, wo er dann quasi zu diesem Haifisch wird. Aber der, wo der vorkommt, keine Ahnung. Kommt mir auf jeden Fall auch nicht bekannt vor. Hier ist es jetzt ein bisschen schwierig, weil hier noch aufgeräumt wird. Schauen wir dennoch gemeinsam kurz zu den Frisuren. Das waren die Haare, die ich gemeint habe. Die kommen eben bei diesen Disney 100 Frisuren, Figuren. Sehr, sehr schöne Haare. Ja. Schauen wir zuerst zu den Accessoires. Ich glaube, das sind ein bisschen weniger Leute. So, alles mögliche an Äxten, Schwertern, Peitschen, Harpunen, Lassos und Peitschen, alles mögliche. Dann haben sie auch noch diese, ich nenne sie gemischten Päckchen mit einmal Werkzeug und anderen Krimskrams, Bälle, jetzt in verschiedenen Farben, Orange und Weiß. Einem Hasen. Weiß ich nicht, ob wir das schon mal hergezeigt haben. Du hast mir irgendwas von Rucksäcken und erzählt. Die Rucksäcke, aber die sind irgendwie weg, glaube ich. Ich glaube, dass die hier vorne waren, aber falls ich sie nochmal sehe, dann sage ich es euch. Die von dem Arktis-Set mit den Robben drinnen. Da gab es einen dunkelblauen Rucksack mit so einer hellblauen Rolle. War auf jeden Fall letztens noch da. Die hätten wir gesucht. Aber ihr seht, es ist hier immer ein bisschen schwierig, was Ordentliches vor die Linse zu bekommen. Rita zeigt uns vielleicht. Das ist vielleicht auch ganz interessant, ein Pfeil und Bogen als Dutch-Shooter, oder? In der Tat, habe ich noch nie gesehen. Das ist mal ein cooles Teil. Wäre interessant zu wissen, wir sind in welchem ja eher Set noch das vorkommt. Bei den traditionellen. Die mir trotzdem noch immer besser gefallen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ihr es braucht, eine Medaille. Medaille, ja. Was haben wir noch? Die Getränke sind auch noch hier, die finde ich ja mega. In grün und in orange. Auch noch interessant, auf jeden Fall für mich, sind diese Hunde hier gewesen. Die gab es auch noch in blau. Die wollte blauen gerade sind irgendwie sagen, weg. Da dürften die blauen, ziemlich hier weg. Sind noch ein oder zwei, ja. Die blauen dürften da seltener sein oder beliebter, weil die waren in viel größeren Mengen noch hier. Und wo ich jetzt ein bisschen verblüfft bin, ist, Rita, wo sind diese Rucksäcke hin, die wir euch unbedingt zeigen wollten? Zauberstäbe. Die gibt es jetzt eben auch. Vielleicht sind es die, was eigentlich dann bei diesem Stadtshooter rein könnten, diese Pfeile. Hm? Könnte das sein? Sehen auf jeden Fall auch cool aus. Und? Genie-Lampe. Für alle Verliebten gibt es Herzen. Die hast du aber nicht gekauft vorgestern, wie Nein. du mit Na mir doch, in diesem Shop warst. Ich glaube, ein rotes habe ich gekauft. Für mich dann also. Es gibt auch noch jede Menge Schilder von den Rittern, falls ihr da noch welche braucht. Die gibt es jetzt eigentlich schon die ganze Zeit durchgehend. Werden ja teilweise um 2 Euro pro Stück auf Kleinanzeigen gehandelt. Schauen wir noch rüber. Aber diesen Rucksack sehe ich nicht mehr, Ritter. Vielleicht hast du die letzten erwischt. Ich glaube auch. Ja. Hier sind wir also bei den Kappen, Hüten, Haaren und so weiter. War da was Interessantes dabei? Oh, Dino, der ist cool. Der ist ja nice.
Ansonsten, es gibt jetzt so Honigtöpfe und auch hier unten diese Jiminy Cricket-Hüte. Also einerseits Eisbärenhüte, dann daneben der Honigtopf. Ja, und da drüben müssen wir dann nochmal separat drüber gehen. Tiger hier am Start. Piratenfood. Genau, da hilft mir mal. Einerseits von Jiminy Cricket, ja. Disney 100er Hut, aber es gibt auch noch den von, und ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. Mr. Irgendwas. Von dem neuen Disney-Serie 2 Minifiguren sind die, oder, ja. Rita? Mit genau. Totenkopf drauf, genau, von Küstchen Frosch. Genau, dieser Bösewicht. Ja. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ne? Sehr cool. Dann auch noch hier, ich glaube, das ist von Gandalf oder so. Verschiedene Hauben gibt es auch wieder. Ja. Ich glaube, von diesem Snowboard-Setter. Der hier ist relativ neu. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Hoppla, hier. Mit Haaren. Also den braucht man dann gar keine Haare mehr aufsetzen. Das ist eigentlich eine 2-in-1-Kopfteil. Ja. Dann auch noch diese großen aus Monkey Kid. Die finde ich auch noch interessant. Also diese Haarteile, aber auch diese. Da weiß ich, bei einem neuen City House, glaube ich, ist das vorgekommen. Mhm. Also Haarteile kosten ja auch mittlerweile teilweise ein Vermögen auf Bricklink vor allen Dingen. Und deswegen nehmen wir immer speziell längere Haare, weil die sind extrem teuer geworden. Und ich glaube, das war's. Wir sind ganz schön durch. Unglaublich, ne? Unglaublich. Ja. Schauen wir noch ganz kurz zu den Köpfen dort vorne. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Und dann habt ihr alles gesehen. Aber Rita, es sieht wirklich so aus, als wären die Rucksäcke nicht mehr hier. Oh, hier waren wir auch schon. Okay. Ich glaube, dann habt ihr alles gesehen, was hier jetzt auf jeden Fall mit Stand 16. August 2023 hier im Minifigurenshop so los ist. Und ich kann mir vorstellen, weil es Rita schon in den Fingern kribbelt, ich kenne ihren Blick schon, dass wir jetzt nicht mit leeren Händen hier rausgehen werden, sondern bestimmt auch ein 6er oder 12er Set Figuren mitnehmen, oder? Kann gut sein. Schwerster Weit. Es ist sehr voll, sehr heiß. Aber wir haben es geschafft, 6 Figuren hier zusammenzubauen. Wir haben vorgestern, glaube ich, wo ich auch schon filmen wollte, 12 genommen, heute 6, also sind ganz gut dabei. Und genau, der dort oben sagt gerade irgendwas von einer Pause. Ich glaube, das ist genau das Richtige jetzt für uns. Also ich weiß, oder wir wissen, es ist nicht so leicht umzusetzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man beim Minifiguren-Atelier nächstes Jahr, keine Ahnung, die doppelte Größe oder so locker veranschlagen könnte und der Shop wäre trotzdem immer voll. Und irgendwie klimatisieren gescheit. Also es war jetzt die Gimmick. Hast du dein Handy, dein Mikrofon ein, Ritter? Nein. Nein. Ihr seht, Probleme mit der Technik. Ritter faselt irgendwas von Klimaanlage und niemand versteht. So, jetzt geht's, Ritter. Bitteschön. Weil du gesagt hast, doppelt so groß und dafür auch doppelt so klimatisiert. Ja. Es ist immer so stickig leider in den Minifigurenladen und ich glaube, es würde mehr verkauft, wenn sich die Leute etwas wohler fühlen. Mhm. Soweit glaube ich ja. Aber das ist leider auch in der Fabrik so. Ja. Man vergisst zum Glück irgendwie Zeit und Raum und Hitze und Kälte, wenn man nach Teilen sucht oder nach Figuren sucht, aber natürlich. Wenn man sich wohlfühlen würde, ist auf jeden Fall schon eine Schwerstarbeit dort drinnen gut so einzukaufen, auch weil es immer so voll ist. Ja, wir genießen jetzt den Blick der Schiffswerft und des Ninjago Flyer. Werden jetzt dann, glaube ich, demnächst mal in Richtung Café starten. Was ich auch anmerken möchte, ist, dass leider dieses Jahr auch wieder die Wartezeiten-App und auch die Anzeige beim Eingang von den Attraktionen ein bisschen schwierig ist. Wir haben jetzt schon mit einigen Leuten geredet. 20 Minuten steht auf dem Anzeiger, 25 in der App und teilweise ist die Wartezeit dann weit über eine Stunde gewesen. Auch gestern erlebt, ich war mit Ritas Mutter bei den Johnny Thunders Dschungel-Expeditionsbooten. Da war laut Anzeige 20 Minuten. Wir haben dann fast eine Stunde gewartet. Also wir trauen uns jetzt, speziell wenn so wie heute sehr viel los ist im Park, eher nicht in die Attraktionen und Bahnen rein.
aus Angst dann extrem wirklich, lang zu warten. Und wirklich sonst einfach selber schauen, wie schaut die Schlange aus. Und wenn sie halt schon wie bei der Dschungelexpedition dann rausstehen und dann steht drauf, keine Ahnung, es sind nur 25 Minuten, dann kann das einfach nicht stimmen. Bei aller Liebe, aber es kann einfach ja, nicht stimmen. Das ist wahr. Also da wirklich einfach selber schauen, kann das passen oder kann das nicht passen und sich eher da auf sich selber verlassen als auf die Anzeige. Ganz richtig, zumal ja viele Wartebereiche auch in der prallen Sonne sind. Ja. Was dann so einem Tag wie heute, wo es über 30 Grad hat, natürlich nicht so angenehm ist. Denn wir haben dieses Jahr auch schon miterlebt, dass einige Leute sehr aggressiv geworden sind, weil sie dann so lange warten mussten, auch weil es so heiß ist. Mhm. Und nämlich auch das Problem war, dass viele nicht schauen, wie groß bzw. wie alt die Kinder sein müssen, um mit etwas fahren zu dürfen. Mhm. Es steht zwar wunderbar in der App, es steht auch auf der Homepage und so weiter und so fort, es sind auch diese Schilder vor den Attraktionen, aber die stehen dann vielleicht eine Stunde an und am Schluss sagt ihnen jemand, Entschuldigung, aber ihr Kind ist leider zu klein für diese Attraktion. Und ich verstehe natürlich, dass man dann nicht glücklich ist, aber natürlich manche sind da leider dann sehr aggressiv, was auch nicht sein muss, speziell in so einem Freizeitpark. Ja. Habe ich auch vorgestern erlebt, jemand hat sich auch, wie ich mit Ritas Mutter unterwegs war, übrigens vielen Dank auch an die nette junge Dame, dass sie uns immer auf Team aufgepasst hat, damit wir mal ein bisschen filmen und einkaufen gehen können, haben wir glaube ich noch nicht gesagt. Wir hatten vor uns Leute bei der Mythica-Achterbahn, wo allerdings einer der Jungs nur, ich nenne es mal Badeshorts anhatte, keine Schuhe, kein T-Shirt und der wurde dann auch der Attraktion verwiesen und natürlich nach Wartezeit und so war das auch nicht so angenehm, also schaut da bitte immer, auch wenn ihr Kinder mit habt, dass da jeder angezogen ist und ist groß ja, genug. Das ist ja eigentlich ganz interessant, natürlich immer ein bisschen der Vergleich mit Disneyland bzw. Disney World, da gibt es immer auch Leute, die ganz vorne stehen, also bevor man in die Attraktion quasi reingeht. Ja. Und da schon mal kontrollieren, ob man eben groß genug ist oder die richtige Kleidung hat, damit man gar nicht erst anstehen muss. Das ist wahr, Rita. Ja. Mir gefällt es auf jeden Fall heute trotzdem sehr gut hier. Ich glaube, jetzt geht es mal in Richtung Café. Ja. Ich habe zuerst in die App reingeschaut, da sind die Wartezeiten bei den größeren Bahnen wieder 60 Minuten, 70 Minuten. Wartezeiten beim Café. Da hoffentlich nicht viel. Gibt es heute Eiskaffee oder normalen Kaffee? Eiskaffee. Okay. Ja, es ist sehr warm. Wir haben auch gehört, auf der Autobahn ist ziemlich viel los. Also jetzt, es ist jetzt erst halb zwei. Jetzt wollen wir sowieso noch nicht heimfahren und wir können noch gar nicht, da megamäßig viel los ist auf der Straße. Also nehmen wir euch noch ein bisschen mit und bummeln noch ein bisschen hier durch die Straßen und Wege des Legoland Deutschlands. Rita wird müde, jetzt geht's zum Kaffee. Wir sind dann auch wieder fitter nach dem Kaffee. Hoffentlich. Sicher. Vor dem Café noch einen kurzen Abstecher hier im City Shop, weil hier gerade verdächtig wenig los ist. Also das ist das Set nicht nur meiner Träume, sondern welches schon im Wohnmobil ein paar Nächte neben mir geschlafen hat. Ich finde das Set einfach mega cool mit dem Schiff und mit den ganzen Anspielungen an das Original. Dann haben wir hier auch nochmal, ich glaube, ich habe es zwar schon gefilmt, aber doppelt hält besser, Hocus Pocus, dem Sandersons, ein Set, welches sich Rita gegönnt hat, oder besser gesagt, ich ihr gegönnt. Rita, hast du dich schon ordentlich dafür bedankt? Mhm. Es wäre natürlich, ja, also das Disney-Schloss 425% würde sich natürlich schon auszahlen. Auf neuen Pfaden. Das Einzige ist, das passt wirklich nicht mehr bei uns rein. Nein. Und ist, ja, bis auf die Figuren sehr, sehr ähnlich wie das alte. Brett gefällt mir auch. Ich bin ein Classic American Car Fan. Was mir heute auf jeden Fall oder was uns aufgefallen ist, ist, dass hier verhältnismäßig sehr viele Schachteln beschädigt sind. Das ist vielleicht bei einem kleinen Set egal, aber bei größeren Sammlersets wahrscheinlich nicht unbedingt so schön. Ja. Ich weiß nicht, ob die schon so herkommen oder ob die dann beim Auspacken hier ein wenig ramponiert werden. Das jemand brauchen aus dem Regal, glaube ich, Rita, oder? Ich will nämlich die Figuren hier ganz gerne. Snap Fighter haben wir. Schnapp. Und das hier kaufen sich ja viele nur wegen den Figuren. Genauso wie, wo ist es? Eine Freche, 42 Euro. Ja, Javin. Nein, was? Nein. Einmal hier. Da sind schon geile Figuren dabei, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wird mir schon gefallen. Rita, halt das Set mal. Spiegelt immer so, wenn es im Regal steht.
Ich glaube, Christoph ist hart. Die Rebellenbasis, ja, steht ja ganz gut, Ritter. Ich meine, alleine die hier. Da kann man einfach nichts falsch machen. Wie viel kostet das dann, wenn das andere schon 42 kostet? Frag nicht, 170. 242. Ah, okay. 170. Das werden wir mal irgendwo holen, aber nicht hier, glaube ich. Ritter, stell es wieder zurück, auch wenn mein Herz schmerzt. Auch wenn mein Herz ein bisschen schmerzt, wenn ich das sehe. Den haben wir uns geholt. Um, glaube, 65 Euro irgendwo mal. Weil ich diese Inquisitoren und Reaver und so extrem cool finde. Die dritte Schwester. Die dritte Schwester und der fünfte Bruder, ja. Rita ist die erste Schwester von ihrem Bruder. Die erste und die letzte. Von all den vielen Dingen in der Welt, die man tun kann, gibt es auch ein paar Dinge in der Welt, die man tun muss. Bei uns ist das Lego-Sammeln, Spaß damit haben und Eiskaffee trinken. Und Eiskaffee trinken. Sommer und aus heißen Tagen wie heute. Ach ja. Na, muss sein. Und wir hatten auch gerade wieder, und deswegen auch das abrupte Ende in City Shop, ein super, super nettes Gespräch mit zwei anderen Lego-Bauern. Grüße gehen raus an die liebe Brick Aunt von Instagram. Richtig cooler Content, also gerne da auch mal vorbeischauen. Und super liebe Leute, also wirklich 1A. Hat uns sehr gefreut. Und jetzt Eiskaffee. Du bist jetzt ein Eiskaffee. Also. Gut. Wir sind erschöpft, aber auch glücklich und auch unglücklich zugleich, also irgendwie ein Durcheinander. Unser Urlaub im Legoland ist leider vorbei, wir kommen aber wieder, definitiv. Ganz genau. Spätestens zu Halloween, allerspätestens, ich glaube schon. Ich hoffe vorher schon mal. Ja, ich meine, die Halloween-Wochen starten ja schon früher, also, oder? Also, meinst du, dass wir zur Halloween-Zeit kommen? Genau. Ja, das kann sein. Genau. Wir haben jetzt noch ein bisschen gechillt, noch ein bisschen Wasser getrunken, wir waren noch einkaufen, ein paar Spontaneinkäufe, von denen wir euch im Haul-Video erzählen werden. Rita hat sich noch eingekleidet, sie hat jetzt noch nicht das neue Outfit an, aber demnächst dann hoffentlich mal. Und wir sind noch ein bisschen gesessen, haben noch ein bisschen das Legoland auf uns wirken lassen und sind jetzt dann am Weg zum Wohnmobil. Drinnen hat es, glaube ich, 50 Grad. Ja. Es ist auch sehr heiß jetzt, aber wir haben gesagt, wir müssen jetzt die Heimreise dann mal antreten. Es ist jetzt 4:15 und uns genügt es jetzt. Außerdem sind die Wartezeiten sowieso so lange, dass man mit so gut wie gar nichts mehr fahren kann jetzt momentan. Ja. Aber wir waren, wie gesagt, noch im Minifiguren-Atelier, haben noch überall mal reingeschaut, noch mit ein paar von euch gesprochen und es war sehr, sehr nett. Danke auf jeden Fall für eure lieben Worte und danke auch fürs Einschalten, nicht nur von diesem Video, sondern auch von allen anderen. Hat uns wirklich sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart. Schreibt uns gerne eure Fragen, Kommentare, Anregungen für die nächsten Videos hier aus dem Legoland. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst vielleicht mal wieder. Vielleicht in Wild City, wahrscheinlich. Ja. Vor dem Legoland auf jeden Fall. Denn wir müssen ja jetzt dann die Teile verbauen, die wir gekauft haben, ganz eindeutig. Oh ja, richtig. Das wird mega geil. Es wird ein bisschen dauern, bis wir alles sortiert haben, wir alles in Wild City dann hintransportiert haben. Und ich glaube, wir melden uns auch sicher heute nochmal. Wir verabschieden uns ja immer 20 Mal von hier. Hoffentlich nicht von irgendeinem Bahnsteig, wo wir sind, sondern maximal vom Wohnmobil. Ja. Überall, nur dort nicht. Aber sehr schön ist es wieder hier gewesen in Günzburg. Ja. Und freut uns auch, wenn ihr ein bisschen Spaß hattet mit unseren Videos. Bis demnächst. Bis bald. Rein in die gute Stube. Tim will auch schon. Oh mein Gott. Okay, noch nicht rein in die gute Stube. Ich glaube, da hat 60 Grad da drinnen. Ja, nein. Ich fahre da jetzt nicht mit. Der Fahrtwind, der 30 Grad warme, wird uns abkühlen. Nur zur Information, weil manche glauben, ja, wir haben den Luxus einer, wie sagt man, Aircondition? Klimaanlage? Nein, haben wir nicht. Ja, der Fahrtwind wird uns abkühlen, Greta, keine Sorge. Tim, ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen heraus. Ja. Warten wir noch kurz, machen wir mal alles auf und dann geht's los. Ja.